Gute, liebe Shisha-Freunde, wir sind wieder der Tobi und der Marc von den Shishanigans. Und wir haben heute, ja, Shisha-News am Start, aber diesmal ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar ist sie endlich wieder da, die Shisha-Messe. Ja. Bei uns im Herzen von Europa, ja, in Frankfurt am Main. Ja, wie schön könnte es sein? Wunderbar. Also wir freuen uns. Nein, also jetzt ohne Witz, bei uns schön in Frankfurt vor der Haustür. Ja. Das heißt, also wir gehen auf jeden Fall hin. Definitiv. Ja. Das heißt, in dem Video werden wir so ein bisschen sagen, was wir erwarten, ja, was euch erwarten wird. Und was wir erhoffen. Was wir erhoffen, ja. Also vom 6. bis zum 8. Mai diesen Jahres ist es soweit. 6. Mai ist ein Freitag, der ist allerdings nur für Fachbesucher, sprich wenn ihr einen eigenen Shisha-Shop habt, hin, wisst ihr bestimmt Bescheid. Ansonsten 7., 8., ja, da dürfen die ganzen Normalos Rabauken, ja, auf die Messe, ja, mit ihrem Hygienemundstück an jedem Schlauch mal ein bisschen nuckeln und probieren. Und auch da sind wir dabei. Ja, wir freuen uns. Ich glaube, ja, wir sind an beiden Tagen auch am Start. Ja, ja. Denke schon. Also wird sicher mega. Ja. Wir haben nur mal gerade Spaß an der Seite, an der Freude. Und zwar bei der Shisha-Messe. Ja, hat eine eigene Homepage und hier gibt es eine Ausstellerliste. Ja, ich zeige dir jetzt nochmal so ganz grob. Da sind genügend dabei. Also da ist, glaube ich, für jeden irgendwo was dabei, wo man sagen kann, wird cool. Ja, ich sag mal, aktuellen Gerüchten zufolge sieht so aus, als bringt Aeon die Edition 5 mit. Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr mega gespannt. Mega Hype drauf. Ja. Ja. Vielleicht auch eine Special Edition extra für die Shisha-Messe. Könnte auch sein. So, gab's auch alles schon. So Hooker Club Show, da gab es ja, ja auch spezielle Köpfe, nur für die Leute, die halt da waren, vor Ort zu kaufen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Portokasse zur Seite gelegt, damit wir da schön shoppen können. Alles durch die Einnahmen durch YouTube finanziert. Natürlich. Also immer schön hier unten liken, abonnieren, kommentieren, damit wir auch ein bisschen Kohle haben, uns da einzukaufen, weil sonst läuft es darauf hinaus, dass wir uns so ein paar Hygienemundstücke mitnehmen und das war's dann. Wenn die umsonst sind. Ja. So im Beutel, zack, zack. Ja, was ich mir auf jeden Fall erhoffe, ist einmal, wie Marc schon gesagt hat, die Edition 5. Auch bei Stimulation bin ich gespannt. Die Prime X2, Pro X3, Pro X3 war das, glaube ich. Pro X3, genau. Genau. Wo ich auch sehr gespannt bin, ist bei den ganzen Tabakherstellern, so Nameless, gut, 187, von denen habe ich lange nichts mehr Neues geraucht, ja, aber was die so herstellen oder was die so vorstellen, und sonst, ich hoffe ja sehr, dass es nicht so voll ist, weil Corona ist ja immer noch ein Thema, auch wenn es jetzt langsam unter den Tisch gekehrt wurde, aber es ist leider immer noch aktuell und immer schön Abstand halten, das wisst ihr, und bin echt mal gespannt, wie es da abläuft. Ja, also zum Thema Corona kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eins habt, nehmt so ein Mehrfach-Mundstück mit, ihr habt euer eigenes Mundstück, euren eigenen Dongle und fertig ist die Laube, ja, dann ist das Ganze entspannt. Ansonsten, Stimulation, was er gerade schon angeteasert hat, der Tobi, die Pro X3 ist aktuell mit Launch Date für den 15.05. vermerkt. Wäre nach der Shisha-Messe. Ja. Ich gehe sehr stark von aus, dass die auf der Shisha-Messe sein wird und da schon mal offiziell getroppt wird vom Designer, dass man sie sieht, dass man sie mal sich angucken kann. Vielleicht sogar rauchen kann. Vielleicht kann man sogar auch die eine oder andere schon mitnehmen. Ja, dass man oder so genau, das wäre noch geil. Auf der Shisha-Messe stattfindet, da sind die Preise, glaube ich, gehen los ab 400 Euro. Also, ja, schon sportlich. Ja. Ja. Aber ansonsten, also wie gesagt, es gibt ziemlich viele Aussteller. Ja, es wird jeder irgendwo mit am Start sein, der irgendwas Thema Shisha zu tun hat. Ob Smoker ist, Grüße gehen raus an den José, bei dir am Stand bin ich auf jeden Fall auch mal. Aber wie gesagt, also da ist wirklich allerhand da, deswegen wir gehen auch 2 Tage hin, damit wir Videomaterial für euch machen können, damit wir uns selber was angucken können und natürlich damit wir doppelte Geschenke abstauben können. Ja, ich kann sagen, also das einzige Grund, warum wir da hingehen. Genau. Wobei, ich bin noch gespannt, ob es Innovationen gibt. Es gab ja mal kurzzeitig, das hatte, glaube ich, auch der Marv auf seinem Kanal, der hatte einen Kohleersatz mit Strom, quasi E-Smoke, wo du quasi oben anstatt ein HMD setzt du quasi dieses Gerät drauf und du kannst quasi die Hitze damit regulieren. Bin gespannt, ob sowas auch kommen wird, ob, ich sag mal, verrückte Ideen kommen, dass quasi eine Pfeife All-in-One mit Mikrowelle, was weiß ich,
wo du dann, keine Ahnung, deinen Tee noch mit zubereiten kannst. Das gibt's tatsächlich. Ich weiß, habe ich auch schon gesehen. Aber ob sowas kommen wird auf der Messe, bin ich sehr gespannt. Also ich bin so Team Innovation, ob es was Neues gibt. Nicht nur Nachfolger, sage ich jetzt, wie gesagt, Edition 5 oder die Pro X3, sondern ob es auch mal was ganz anderes gibt. Da bin ich gespannt. Müssen wir uns überraschen lassen. Viele Infos gibt es leider jetzt vorab natürlich noch nicht. Aber sobald wir was sehen, machen wir ein Foto, machen wir ein Video, dann seht ihr es bei uns auf Insta auf jeden Fall, in der Story oder als Post oder im Nachgang, ich sag mal eine Woche später, gibt es safe von uns ein Video. Ja, also. Safe. Ganz safe. Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es auch eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass wir uns total drauf freuen. Ja, also wie gesagt, wenn einer von euch da ist und sieht, einfach anquatschen. Ja, wir tauschen es auch gerne einfach mal aus. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, wir lassen uns die Pfeifen wie immer noch schmecken. Dies machen wir beide wieder einen Schlauch am Start. Ja, nicht so wie bei dem einen oder anderen Pfeifen-Review. Und deswegen freuen wir uns. Liken, abonnieren, kommentieren wie immer nicht vergessen. Wie gesagt, sagt uns Bescheid, ob ihr auch da seid. Und ganz, ganz, ganz wichtig, damit ihr nichts verpasst von der Shisha-Messe, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand, vor allem auf Instagram seid, weil da nehmen wir euch direkt hautnah mit. Das Video wird nicht am selben Tag hochkommen, ist logisch. Aber direkt die eine oder andere Impression von der Shisha-Messe, die seht ihr direkt live auf Insta. Also bis zum 7. und 8. Mai für uns. Genau. Nicht vergessen, wir sehen uns. Ringhauen. Ringhauen.